Okay, hier hinten ist nichts mehr. Naja gut, dann benutzen wir einmal das mystische Tor. Damit kommen wir dann nämlich auf jeden Fall zu Brocks Laden zurück. Ah ja, hier sehen wir das. Okay, das sieht auch geil aus. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Was sehen wir denn hier? Dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, falls er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen, außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie, von Mutter und mir, wo du hergekommen bist, deine Mutter, dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Er hat aber recht. Der Kleine ist klug. Verdammt klug. Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Die hat er doch noch gar nicht. Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. Er liebt ihn trotzdem noch. Noch ein Zeichen der Zwerge. Was wollt ihr sonst noch von mir, hm? Er mag seinen Bruder Manchmal trotzdem. Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich habe wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Er will es halt nur nicht zugeben. Hey, wo ist denn dein Lasttier? Hab sie gegessen. Hab Teile von ihr vorhin erst wieder ausgekackt. Was stimmt nicht mit dir? Was? Sie gab keine Milch mehr. Sie war deine Freundin. Dann wird sie froh sein, dass ich so satt bin. Scheiße, Kleiner. Du bist echt sentimental, weißt du das? Lass dich da draußen bloß nicht verwirren. Ich mache mal weiter. Ich will mehr erfahren. Ich will mehr wissen. Gerne, hab geöffnet. Waffenverbesserung verfügbar. Klauenbogenverbesserung und Leviathan-Axtverbesserung. Und die sollten wir beide auch machen. Leviathan-Axt auf Stufe 4. Erhöht die Stärke auf 55. Das ist schon... Das ist deutlich. Damit wirst du sicher Spaß haben. Und lass ja nicht zu, dass mein stümperhafter Bruder sie nochmal in die Hände bekommt. Ich meine, guckt euch die Axt mal an. Habt ihr sie eben gesehen? Die sah schon ziemlich heftig aus. So, für... Level 5 bräuchten wir halt eine weitere Frostflamme, ist klar. Jetzt müssen wir mal gucken. Klauenbogen könnten wir sogar auch verbessern. Erhöht den Pfeilschaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten frei. Ganz ehrlich, machen wir auch. So, außerdem können wir hier ein paar Sachen verkaufen, und zwar diese Artefakte. Und
Jetzt haben wir wieder ordentlich was und können eventuell ja noch... Oh, können wir hier was kaufen? Überragender Auferstehungsstein. Verwenden oder verkaufen Sie Ihren jetzigen Stein? Ich will den überragenden. Kostet 5000, okay, da gehe ich mit. So, klauen Köcher. 45.000, ist klar. Konnten wir nicht noch was Geiles herstellen? Schulterrüstung der Vergessenen. Ja, da brauchen wir noch dieses vergessenen Herz. Das ist ein bisschen doof. Platten, Schulterrüstung der Konzentration. Ist es überhaupt der, den wir gerade da dran... Welchen haben wir denn gerade ausgerüstet? Ja, den. Ach, deswegen steht da oben auch ausgerüstet. Ich Idiot. Das geht eigentlich. Das kann man gut verbessern. Aber es kommt halt nicht so viel Geiles dazu, ne? Ein bisschen Stärke, ein bisschen Abwehr. Ja, kann man aber schon machen, finde ich. Jetzt bräuchte man Aegis Gold und festen Svartalfheim Stahl. Oh, den können wir auch verbessern. Richtig gut. Stärke, Abwehr, plus. Finde ich gut. Nicht in Acht. Den schneidet man sich schon, wenn man es nur ansieht. Wöllender Griff. Und damit ist er auf der maximalen Stufe angekommen. Den könnten wir auch verbessern. Abwehr, Abklingzeit. Lass ich aber, glaube ich, erstmal. Wie sieht's denn aus mit Atreus-Rüstung? Ah, schade. Hier fehlt uns einfach nur Hacksilber. Weißt du schon, was du willst? So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich meine, die Axt ist jetzt natürlich richtig krass. Die sieht auch richtig heftig geil aus. Hier hatten wir was Neues, und zwar Theos Rache. Macht relativ viel Schaden, wenn man mal guckt. Können wir mal ausrüsten. So, und bei Rüstung hatten wir... Okay, wir hatten überall schon die Zauberplätze. Fähigkeiten sind jetzt neu freigeschaltet, logischerweise. Genauso bei Atreus. Gucken wir erstmal hier bei Kratos. Erhöht die maximale Anzahl an Zielen auf 5. Wow. Was haben wir hier noch? Ausweichsturm. Wechseln Sie die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach einem Angriff mit der Leviathan-Axt. Drücken Sie in der neuen Haltung R1 für einen Rundumschlag. Okay, man macht also eine kurze Pause und macht dann R1. Is that right? Kostet relativ viel. Wie viel Runenkraft und Zeug brauchen wir eigentlich hier, um die Boni freizuschalten? Das ist ja krass. Wir haben zwei neue Tricks gelernt. Das ist einmal folgender. Ah, man sieht auch, wie er die... Ja, man sieht, wie er die Haltung ändert. So, und jetzt können wir beim Ausweichen... Ja. Oh, habt ihr das gesehen? Warte mal eben. Nice.
Man kann die beiden auch miteinander verbinden, sehe ich gerade. So, wir müssen. Jetzt ist natürlich die Frage. Wollen wir als erstes mal gucken, ob wir sonst noch irgendwo etwas finden? Hier war ja, glaube ich, nichts mehr. Weltenrissbegegnung, die hatten wir noch nicht wieder versucht. Ist die Frage, wo wir noch hin müssten. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie wir zu Fafnis Hort kommen. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie das Boot finden und dann anlegen. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Jo, und das Boot haben wir hier. Huch. Da ist der also Kopf von ihm hier. Nun weiter zum Haus der Hexe. Da lang, hinter die große Torstatue. Wo ist die Torstatue? Oh! Ach, da. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Deswegen hat Kratos sich auch in sie verliebt. Hier lang? Oh ja, offenbar wirklich. Hexenhöhle. Richtig, da sind wir wieder. Mit der Hexe in ihrem Haus reden. Sie kämpfte wundervoll. Und was für einen Krieg kämpfte sie? Gegen wen kämpfte sie? Baldur schien sie ja auch irgendwie zu kennen. Denke ich mal. Da gibt es irgendeine Verknüpfung. Hey. Kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß. Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Hasen und eine Schildkröte. Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Ah, und dadurch haben wir jetzt dieses mystische Tor freigespielt, was natürlich sehr gut ist. Hierhin können sie noch nicht reisen. Okay. Warum auch immer. Aber wir können das hier freispielen. Ach, ist das ein Aufzug? Okay. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du was kannst wollen sie wir denn noch damit Fische machen? Verfüttern. Klingt gut. Warum konnten wir da unten noch nicht hinweisen? Kann es sein, dass wir das hätten aktivieren müssen? Warte mal, das probiere ich mal eben aus. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht muss man das ja erst einmal aktivieren, bevor man dahin reisen kann. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ob das so ist. Mal. Nee. Hexenhöhle, Obergeschoss, Brocks Laden, der Gipfel. Damit hat es also nichts zu tun. Vielleicht ist es storytechnisch einfach noch irgendwie gesperrt. Vielleicht ist es ja erst entsperrt, wenn wir mit der Hexe geredet haben.
bin gespannt, in welcher Verfassung wir sie antreffen werden. Das letzte Mal haben wir sie in Alfheim gesehen und da ist sie nicht gerade freiwillig gegangen. Er gerade einfach ab. So wird das nichts, mein Freund. Okay, jetzt haben wir ihn. So, was haben wir denn hier? Runen auf jeden Fall. Ich wette, hier geht's raus. Sieht so aus, ja. Eine von drei Runen. Wo haben wir die anderen? Hier ist noch irgendwas. Was ist das? Ah, sehr schön. Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Rune lesen, es birgt auch die Weltenrune. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Cool. Sie können jetzt die Sprache von Muspelheim lesen. Sie können Muspelheim über die Weltenreisekammer aufrufen. Ich denke mal, dass Muspelheim dann ein, ja, optionales Gebiet ist. Denn ansonsten wäre der Weg dahin ein ganz anderer gewesen. Interessant mit diesem komischen Licht. Ich frage mich, ob das noch irgendwas zu bedeuten hat. Haben wir hier sonst noch irgendetwas, was wir jetzt machen können? Hier. Ja, Vater. Hat sich hier sonst noch etwas geöffnet oder dergleichen? Das ist natürlich interessant hier. Ich dachte, sie haben uns. Ein Denkmal gebaut. Ah, okay. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir da auch hin. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich weiß noch, dass wir das Wasser nicht antatschen durften. Wie kommen wir da hin? Vielleicht auch erst später. Wenn ich mir das mal alles so angucke, dann ist davon fast auszugehen,
Oder geht's hier lang? Ah ja. Hier waren wir ja auch eben. Wie Sie sehen, sehen Sie hier nichts. Aber hier geht's lang. Das können wir nicht öffnen. Da würde es rübergehen. Frage, ist das das Ding hier? Ist es das? Warum habe ich das jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, warum habe ich das jetzt nicht geworfen? Ich weiß nicht, ob das passt hier. Ja, das ist das. Aufgrund der Dunkelheit habe ich halt nicht genau erkannt, ob das die auch die Boden... Wurzeln und Ranken sind. Fester Svartalfheim Stahl, sehr schön. Konnten wir doch nur mit der Magie der Hexe aktivieren hier, oder? Da ließ sich, glaube ich, so nichts machen. Das Ding sieht aber auch irgendwie aus, als könnte man das bewegen. Hacksilber. Was ist hier? Hier könnte man hoch und dann dahin. Okay, machen wir das mal als nächstes. So vieles, was man noch machen kann. Unfassbar. Oh, wieder eine verborgene Kammer. Und die hier ganz wichtig. Das letzte. Das ist die Truhe. Verborgene Kammer 5 von 7. Ziemlich gut verschlossen. Auch das können wir aber leider nicht öffnen. Wir kommen da noch hin, Freunde. Junge. Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Der Ort von der Schriftrolle, den Ort von der Schriftrolle finden. Seltener Zauber, verderbten Stein, 5 Stück weichen Svartalfheim-Stahls und 5000 Hacksilber. Das sieht aus wie eine Schildkröte. Das wird garantiert irgendwo bei der Hexe sein. Wir finden den Ort auf jeden Fall. Noch mehr weicher Svartalfheim Stahl. Was haben wir hier? Erwähnt, dass ich die einfach hasse. Endlich. Besser. Scheiße war's. Ich hasse die Teile. Das da oben sieht interessant aus. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier auf der anderen Seite. Ich glaube, da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, die ich die Rune gemalt habe. Weißt nur nicht, wie wir sie
Ja. Ich glaube, wir öffnen lieber erstmal diese Runentruhe. Och, wie nett. Er fängt ihn sogar auf. Wenn das nicht Vaterliebe ist. Blutmet. 3 von 3. Rage noch weiter erhöht. Gibt es nicht insgesamt nur 9 und haben wir die jetzt nicht alle gefunden oder haben wir erst 6? Bin mir gerade nicht sicher. Oh. Hacksilber. Nicht viel. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist, hat man mir mal gesagt. What's this? Ah, das ist schon aktiviert. Sieh her. Ja. Was haben wir da? Okay, er sagt dazu nichts mehr. Schade. Ich hätte gehofft, er sagt dazu was. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir können das Ding schieben. Eher so. Jetzt ist es ja ungefähr bei der Mitte. Wir lassen ihn jetzt mal hochgehen. Ah, okay, warte mal, wir können ihn transportieren. Also, das ist viel zu weit zum Springen. Rauf! Das wird lustig. Jetzt rüber. Löse die Rätsel! Mit den Brettern im Weg kann ich da nicht rüberspringen. Dann mache ich sie halt weg! Es ist eine. Es ist noch eine von diesen Sandschalen. Wow. Ah, das sagt er, weil er halt jetzt das gelesen hat. Das haben wir einfach nur in der falschen Reihenfolge gemacht. Nice. Eine Truhe. Krähenschwarm, Runenbeschwörung. Beschwört einen Krähenschwarm, der sich auf Gegner stürzt. Man kann offenbar nicht da hoch. Was ich ein wenig schade finde. Oder kann man da doch hoch? Wartet mal. Nicht so aus, als könnte man da hochspringen. Dabei ist da oben, glaube ich, noch irgendwas. Naja. Man wird ja wahrscheinlich später hier noch was machen können. Mit diesen Teilen und mit diesen Teilen. Aber dafür müssen wir erstmal weiter. Weiter dieses Spiel spielen. Und wie wir das werden. Hier lang. Nee. Falsch. Mit dem Ding wird man auch noch irgendwas machen können. Aber zuerst verlassen wir jetzt erstmal die Höhle der Hexe. Und gehen zur Hexe. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Kehrt um, Asen. Ich hoffe, das sind magische Runen. Wörter werden die Asen nicht fernhalten. Nee.
Wir haben ja vor allen Dingen gesehen, wie stark sie sind. Da! Ich hoffe, er kennt uns noch.